Es geht aufs Wochenende zu und es sieht so aus, als ob der DAX, nein, der Dow Jones, fangen wir mit dem mal an, im Moment noch nicht so richtig sich entschieden hat und erstmal sagt, oh, lassen wir es mal auf uns zukommen. Wir entscheiden uns jetzt nicht für irgendwas Neues. Also kein Druck nach oben, allerdings auch kein Druck nach unten. Also Neutralstellung kann man fast schon sagen. Ich glaube nicht, dass hier im Moment zumindest die Begeisterung sehr groß ist, sich vor dem Wochenende noch irgendwie aus dem Fenster zu lehnen. Im Augenblick zumindest sehen wir das hier nicht. Es könnte ein bisschen eine Aussitzengeschichte werden. Die Erwartungshaltung generell hat sich eigentlich nicht geändert, nämlich dass der Kurs gerne hier nochmal runterkommt in diesem Bereich hier. Das wäre nicht so untypisch. Wenn er das tut, möglichst eben nach ABC-Manier, irgendwie sowas ABC oder von mir aus auch irgendwie ganz hässlich, krummbucklig, wackelig, wäre das für mich alles in Ordnung. Aber erstmal hier runter. Vorher will ich eigentlich gar keine Long-Position sehen oder keine Anstiege sehen. Idealerweise runter. Dann sind wir erholt auf diese Bewegung und dann können wir wirklich guten Gewissens sagen, geht hier der nächste Arm nach oben. Für den S&P ist das Bild ähnlich. Und da kam ein interessanter Hinweis dazu. Denn wir werden gleich auch den DAX angucken. Und die eine Frage war, ja, wie kann das denn sein? Beim S&P beispielsweise, beim Dow ja ebenfalls, rechne ich eigentlich eher mit der Abwärtsseite, dass der Kurs hier noch mehr hinkommt. Ich hatte aber gestern erwähnt, dass der DAX eigentlich eine gute Chance hat, nach oben und dann mit einer Dynamik nach oben zu gehen. Wie kann das denn sein? Die können doch gar nicht gegenläufig sein, die laufen doch immer gleich. Punkt 1 ist, naja, immer gleich laufen sie nun mal nicht. Ganz so exakt ist die Wissenschaft da nicht, dass man sagen kann, wenn der steigt, steigt der andere auch im gleichen Maße. Nein, überhaupt nicht. Aber der Fokus liegt in meinem Fall eigentlich auf noch was ganz anderem. Manchmal wissen wir nicht, welcher zuerst hier lostritt. Ob es dann doch erstmal dieser Rücksetzer ist. Tatsächlich ist das eher die Frage dann, ob der DAX dann massiv nach oben geht. Im Zweifelsfall wird man dann in so einer Situation ausgestoppt. Aber man hat dann eine Chance für den Anstieg gehabt, die man vielleicht mit einer 2 zu 1, 3 zu 1, vielleicht 4 zu 1, je nachdem Chance-Risikorelation eben hatte. Das heißt, wenn der Kurs dann tatsächlich losläuft, dann hätte man beim DAX sehr, sehr viel gewonnen. Geht der Kurs in die Gegenrichtung, hat man ein bisschen was verloren. Jetzt ist die DAX-Situation vielleicht doof, dann ist aber der interessant. Also es ist, glaube ich, gar nicht so sinnvoll, dass man immer sagt, die müssen alle exakt das Gleiche sagen, dann mache ich das. Das kann man natürlich machen, man kann das als einen Filter sagen, also wenn der noch nach unten geht, gehe ich in keinem anderen Long beispielsweise, man kann das durchaus tun, oder aber man sagt, naja, ich spiele die Wahrscheinlichkeitskarte, falls der dann, warum auch immer, obwohl der nicht nach Long im Moment aussieht. Wir sehen das auch hier im 5-Minuten-Chart, das sieht im Moment nicht nach Long aus, das von mir aus, ja, mit der Pause hier. Jetzt sind wir hier hoch und jetzt sind wir hier runter. Der ist wieder niedriger als dieser. Das ist also kein klassisches Long-Szenario. Also all das, was wir jetzt im Moment hier nach oben sehen, ja, das ist nach oben, ist aber nicht irgendwas, was von Überzeugung spricht. Wenn die wirklich überzeugt sind, warum gehen sie dann so weit runter? Dass es wieder Kursüberschneidungen gibt in dem Maße. Und das insgesamt würde man ja wohl eher als eine fünf, Entschuldigung, als einen Dreiweller hier bezeichnen. Also, ah, das ist nicht die richtige Richtung. Ich glaube nicht, dass der im Moment prädestiniert ist für die Longseite. Schauen wir uns mal, wie es beim DAX aussieht. Denn da hatten wir ja tatsächlich einen ganz konkreten Vorschlag gemacht im Trade des Tages. Vielleicht habt ihr es ja gesehen. Die Aussichten sahen in etwa so aus. Wir waren weit genug eigentlich runter, ABC, und wir hatten eine realistische Chance, dass der Kurs hier nach oben geht. Und ihr seht schon, der Risikoanteil im Verhältnis zum Gewinnanteil ist natürlich viel kleiner. Und die Chancen sind nicht so schlecht, dass das dann ausgeht. In dem Fall, jetzt bin ich hier noch falsch gesprungen, in dem Fall holen wir hier ein paar Daten dazu, ist das zwar da oben getriggert worden, aber der Kurs erst nochmal wieder runtergegangen und damit zumindest mal mit unserem relativ engen Stop, wir sind immer relativ eng hier unterwegs, ist diese Aufwärtsidee so, hat sich noch nicht erledigt. Man hätte auch gegebenenfalls, wer aggressiver ist, hier schon den Stopp nachziehen können. Das hängt ein bisschen davon ab, wie aktiv man entsprechend sein will. Die grundsätzliche Idee ist natürlich nicht hinfällig, denn auch das hier kann ja durchaus noch eine ABC werden, die dann ebenfalls nach oben geht. Also dieses Aufwärtsbild hat sich nicht geändert. Wer also nicht den aggressiven Stop wählt, wie wir das machen und ganz konkret jetzt ja auch genannt haben und wir typischerweise tun, gibt es natürlich auch die Möglichkeit generell zu sagen, naja, wir sind in der Aufwärtsbewegung. Alles, was ihr hier an Rücksetzern noch macht, ist erstmal erlaubt, auch wenn wir eher davon ausgehen, dass der Rücksetzer ja in dieser Box bleibt. Ja, kann man gegebenenfalls auch sagen, dann setze ich halt den Stop hier auf die 78er. Das ist übrigens die gleiche Argumentation für unseren 78er hier.
Denn die 78er, das ist so dieses typische Rücksetzerniveau, das nicht mehr mit dieser Kiste übereinstimmt. Das hier im kleinen Bild, hier wäre es im großen Bild. Und das ist das Zeichen, hier kann man sinnvoll einen Stop hinsetzen. Wir nehmen gerne die engere Variante, weil die viel bessere Chance-Risikorelation mitnimmt. Dafür aber etwas schlechtere Trefferquoten, wie wir es jetzt ja aktuell gesehen haben. Oder eben diesen Stop, der etwas weiter ist, der deutlich bessere Trefferquoten hat, blöderweise aber schlechtere Chance-Risikoverhältnisse. Und das muss man abwägen, was man lieber mag. Ob man sagt, ich liege lieber häufiger richtig oder ich will eher mehr Wumms haben, wenn es dann läuft. Da kann man ganz schlecht sagen, was generell besser ist. Das kann man dann im Einzelfall im Nachhinein sagen. Aber in der Summe kann man sagen, okay, beides sind erfolgreiche Systeme. Die Logik, die dahinter steckt, ist mehr oder weniger die gleiche. So, also wir sehen, das DAX-Aufwärtsbild ist noch generell noch nicht erledigt. Man kann also im Prinzip genau dieses gleiche Spiel nochmal machen, nur jetzt nicht mehr auf dieser internen Ebene, sondern quasi, wenn er das nächste Mal, nachdem er jetzt hier sein Tief macht, dann wieder nach oben kommt. Stichwort wäre zum Beispiel wieder dieses Zwischenhoch oder man guckt auf einer kleineren Ebene, das machen wir dann auch immer ganz gerne, ob es dort irgendwo eine relativ klare, scharfe Aufwärtsbewegung gibt und eine möglichst dreiwellige Abwärtsbewegung. Dann hat man eine Idee, dass wenn wir über dieses B sozusagen, das ist immer das Gleiche, was wir da vorne hatten oder auch hier, wenn wir da drüber gehen, dass mindestens das nochmal kommt mit Chancen eben auf mehr. Also ihr seht schon, worauf das Ganze hinausläuft. So, also das bullische Bild generell ist dadurch nicht zerstört worden, weder beim DAX noch beim Dow Jones hier als Future noch beim S&P. Bei allen rechne ich eher damit, dass das, was wir jetzt im Moment hier erleben, eher eine Korrektur ist. Und sobald die eben fertig ist, geht der Marsch nach oben weiter. Das wäre die favorisierte Richtung. Trigger auf der Oberseite beachten. Wir haben es eben beim DAX ja gesehen. Das ist keine Garantie, dass der Trade dann immer dann positiv wird. Aber er verbessert unsere Chancen enorm und hilft uns dann entsprechend einen relativ nachvollziehbaren Einstieg zu finden, sodass wir nicht jedes Mal raten müssen, wie machen wir es denn jetzt, wie machen wir es denn heute, sondern dass wir sagen können, immer nach dieser Fasson beispielsweise. Ihr dürft euch natürlich eine eigene Fasson auch ausdenken, aber immer einen bestimmten Handelsansatz eben folgend. Gucken wir abschließend nochmal auf den Nasdaq-Index, dann sehen wir, dass wir hier ein ganz anderes Bild haben. Hier sind wir eigentlich eher sogar hier in der Abwärtsrichtung. Ihr erinnert euch, dass ich gesagt hatte, diese Aufwärtsrichtung, vergleicht die ist eben nicht wirklich dynamisch, sondern sie ist stark überlappend. Vielleicht habt ihr es noch in den Ohren, dass ich das hier gesagt habe, als wir hier dieses Ding angucken. Da konnte man schon erahnen, das ist natürlich kein Beweis, aber es ist ein deutlicher Hinweis, dass man hier nicht so richtig Lust hat. Warum ist man hier so zögerlich? Das ist ein deutlicher Hinweis, dass das, was wir hier vorne hatten, hier hinten sich nochmal fortsetzt. In dem Fall ist es nicht so weit, aber zumindest nochmal eben nach unten. Es ist eben noch nicht der richtige Zeitpunkt für die Long-Seite gewesen in dem Moment. Denn das hier, was wir hier haben, ist dann doch recht wackelig hier erstmal und dementsprechend jetzt mal vorläufig die Fortsetzung. Aber wir sehen, dass wir jetzt wieder nach oben kommen und das lässt wenigstens ein bisschen hoffen, denn diese Aufwärtsbewegung ihrerseits fängt ja wieder an zu überschneiden mit dieser Geschichte, mit der Abwärtsgeschichte. Das heißt, auch die Abwärtsrichtung ist nicht mehr wirklich überlappungsfrei. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir vielleicht nochmal ein tieferes Ding machen. Wie soll ich mir auch sicher sein? Ich weiß es doch auch nicht. Aber das wäre nicht ganz auszuschließen. Insgesamt sehe ich aber, dass diese Bewegung und diese hier jetzt auch noch nicht so richtig der Burner ist. Und selbst wenn der hintere Teil hier wegfällt, sprich eigentlich rechne ich auch hier damit, dass die nächste Zeit wieder nach oben geht, wenn es auch vielleicht vom Wochenende ein bisschen beschaulicher zugeht. Aber auch hier im kürzerfristigen für die Intraday-Händler, wenn ihr die letzten Bewegungen hier mal anguckt und diese Bewegung hier, spricht noch einiges für die Long-Fortsetzung sogar. Also wer mag, kann solche Sachen nochmal ins Kalkül ziehen, um sich da nochmal ein bisschen auf der Long-Seite auszutoben. Soweit die Indizes. Für mehr reicht jetzt die Zeit in diesem Video nicht. Wenn ihr mehr sehen wollt, guckt euch Born for Trading an, das live idealerweise. Da könnt ihr uns folgen, könnt ihr uns zugucken. Und könnt mit dabei sein, wenn wir auf die Märkte gucken, wenn wir Fragen zum aktuellen Geschehen hier beantworten oder einfach neue Trades raussuchen, was gerade vielleicht en vogue ist oder was gerade passend ist. Euch jetzt an dieser Stelle aber erstmal alles Gute und liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.